Klar, in einer Demokratie entscheidet die Mehrheit. Aber die entscheidende Frage ist doch, handelt die Regierung auch im Interesse der Mehrheit? Will die Mehrheit von uns, dass immer mehr Menschen immer weniger haben und immer weniger Menschen dafür immer mehr? Etwas konkreter? Gerne. Die reichsten 1% besitzen fast ein Drittel des Gesamtvermögens. Und gleichzeitig ist rund jeder Siebte in Hessen von Armut bedroht. Will das wirklich die Mehrheit? Anderes Thema. Will die Mehrheit von uns, dass Wohnen immer teurer wird? Dass sich immer mehr von uns die steigenden Mieten nicht mehr leisten können, nur damit ein paar wenige daraus Profit schlagen? Oder will die Mehrheit von uns, dass kaum noch Geld in Kleinstädte und Dörfer gesteckt wird, obwohl etwa die Hälfte von uns Hessen auf dem Land lebt? Dass hier kaum noch Busse und Bahnen fahren, dass Krankenhäuser wegrationalisiert, Schulen geschlossen und Dorfläden verdrängt werden? Will die Mehrheit von uns etwa, dass Erfolg in der Schule vom Einkommen der Eltern abhängt und es einfach zu wenig Kinderbetreuung und Lehrkräfte für eine wirklich gerechte Bildung gibt? Nein? Dann sollten wir ein klares Zeichen setzen. Mehr für die Mehrheit. Weil zu viele zu wenig haben. Am 28.10. Die Linke wählen.